Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit 1. Juli 2023 gilt in Österreich das Bestellerprinzip. Deutschland kennt das Bestellerprinzip schon seit dem 1. Juni 2015. Das Bestellerprinzip in Österreich sieht vor, dass bei der Vermittlung von Wohnungsmietverträgen der Erstauftraggeber, das ist in der Regel der Vermieter, die volle Provision zu zahlen hat und der Mieter keine Vermittlungsprovisionen mehr trägt. In diesem Zusammenhang möchte ich mit Ihnen fünf Dinge durchgehen. Erstens den Wohnmietvertrag, zweitens Erstauftrag, drittens Suchauftrag, viertens Dokumentationspflicht und fünftens wirtschaftliche Verpflichtung. In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass wir im Mietrechtsgesetz Österreichs keine Legaldefinition für Wohnung haben. Das heißt, wir orientieren uns an der Verkehrsauffassung oder am allgemeinen Sprachgebrauch. Eine Wohnung ist eine in sich geschlossene, dem Wohnbedürfnis individueller Menschen dienende Einrichtung, also etwas, was baulich abgeschlossen ist, Teil eines Hauses sein kann. Diese Wohnung wird vermietet. Bislang war es so, dass das Maklergesetz in Österreich im Immobilienmakler einen Doppelmakler gesehen hat, der sowohl die Vermieter- als auch die Mieterseite vertreten hat. Grundsätzlich sieht ja das Maklergesetz immer die Vertretung einer Vertragspartei vor. Davon ausgenommen waren in Paragraphen 17 immer die Immobilienmakler und jetzt gibt es quasi eine Ausnahme von der Ausnahme. Die an sich Doppelmakler-Tätigkeit eines Immobilienmaklers ist jetzt bei Wohnungsmietverträgen genau auf den Erstauftrag eingeschränkt. Das heißt, der Vermieter gibt einen Auftrag, die Wohnung zu vermieten und der Mieter zahlt keine Vermittlungsprovision. Wenn bei der Besichtigung der Wohnung jetzt allerdings der Mieter sagt, die Wohnung gefällt mir nicht und dann dem Makler einen Auftrag gibt, eine andere Wohnung zu suchen, dann ist das ein Suchauftrag und dann ist ja der Mieter Erstauftraggeber und bei einem solchen Suchauftrag ist der Mieter dann auch provisionspflichtig. Dass der Makler heute hier vielleicht Umgehungshandlungen setzen könnte und den Mieter zum Beispiel nicht davon informiert, dass er bereits andere Wohnungen im Programm hat, die er dem Mieter anbieten könnte. Solche Umgehungshandlungen sind auch im Gesetz, § 17a Maklergesetz berücksichtigt. Und so ist auch ein Suchauftrag, den der Mieter erteilt, natürlich dann auf Wohnungen beschränkt, die der Makler bislang nicht in seinem Programm hatte. Auch wenn es eine wirtschaftliche Verpflichtung gibt, das heißt Vermieter eigene Maklergesellschaften gründen, um dann doch diese Kosten über Suchaufträge an die Makler an die Mieter weiterzugeben, gelten nicht. Das heißt, Erstauftragsprinzip, der den Auftrag gibt, zahlt die Provision. Gibt der Mieter Suchaufträge, ist er Erstauftraggeber, zahlt er die Provision. Umgehungshandlungen sind nicht erlaubt. Wirtschaftliche Verpflichtung habe ich als Beispiel schon angesprochen. Fehlt uns noch als letzter Begriff die Dokumentationspflicht. Makler sind verpflichtet, wenn sie eine Provisionsrechnung stellen, zu dokumentieren, wann wurde ihnen der Maklerauftrag, von wem wurde der Maklerauftrag erteilt und dass es eben keine wirtschaftlichen Verpflichtungen und keine Ausschlussgründe von der Bezahlung der Maklerprovision gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ab 1. Juli 2023 gilt das Bestellerprinzip in Österreich.